So, zum Frühstück gibt es bei mir heute wieder Hühnerfleisch, Cashew ohne Bambus mit Reis von New Saigon. Natürlich gibt es. Oh Gott, oh, ich bin gerade aufgestanden. Natürlich gibt es kein New Saigon zum Frühstück. Das war der Zettel von. Von gestern, glaube ich. Wie ist bei mir die Lage? Was steht heute an? Erstmal, Freunde, willkommen zurück. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute ist ein besonderer Tag, denn der Manuel kommt heute an in Hamburg. Auf dem Trip zu Besuch, beziehungsweise wegen Under Armour. Und das sagt ihr euch, glaube ich, selber nochmal später. Auf jeden Fall bin ich jetzt, wie ist die Lage bei mir? Ich war seit Samstag sogar nicht mehr im Gym. Wir haben heute Freitag. Was ist passiert? Ich hatte ja schon im letzten Video erwähnt, dass ich mich nicht so gut gefühlt habe. Und es finde ich gut. Mein Körper hat scheinbar gut gegen angekämpft. Und ich dachte, gut, gehst du Sonntag, Montag mal nicht ins Gym, damit du wirklich komplett regenerierst. Am Dienstag war ich dann auf Arbeit und dann hat es komplett eingesetzt. Ich hatte auf einmal, mein Kopf hat sich gedreht. Und volles Programm, mir ging es nicht gut. Dienstag lag ich flach, Mittwoch lag ich auch den ganzen Tag wirklich nur rum, hab nichts gemacht. Donnerstag, wie gesagt, gestern war ich arbeiten, dann ging es schon besser und heute fühle ich mich wieder topfit. Ich habe natürlich wirklich hardcore regeneriert. Ich habe mir hier diese Supplements reingezogen, gut, das Kreatin mal außen vor. Wirklich immer Zink, immer Vitamin D3. Jung- und Gerstengras habe ich mir auch, man weiß jetzt, ich kann es halt nicht bestätigen, ob das jetzt wirklich Placebo war oder nicht. Konnte auch 2 Tage oder 1,5 Tage nicht wirklich richtig essen wie sonst, also von der Menge her, weil mein Magen einfach gut gereizt war und ich hatte so ein Pille-Palle-Fieber am Dienstagabend, also wirklich so minimal, so klein erhöht, so ganz wenig nur, also nicht der Rede wert. Einfach weil mein Körper scheinbar mein Kreislauf damit zu kämpfen hat oder dagegen angekämpft hat. Hat mir schön Äpfel und Bananen reingezogen, also schön natürliche Vitamine möglichst. Und ja, es hat geklappt, mir geht's wieder gut. Ich bin nur ein bisschen zermatscht gerade so, weil ein bisschen, kennt ihr das, wenn man zu lange geschlafen hat? Das ist bei mir der Fall, weil ich dachte, heute schläfst du nochmal richtig aus, damit du bereit fürs Wochenende bist. Denn morgen steht auch dieses Under Armour Camp an und das heißt wieder Drilling und. Ja, da wollte ich mein Herz dann auch mal, meinem Herz mal ein bisschen Ruhe gönnen. Weil, wie gesagt, ich höre immer wieder dieses Thema von vielen Leuten auch, die mir schreiben und sagen, oh, ich bin krank, ich habe Schnupfen, aber no excuses. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere da angesprochen. Das ist Blödsinn, wenn man krank ist, wenn man Schnupfen bekommt, wenn man Fieber bekommt oder irgendwas. Das hat nichts mit no excuses zu tun, dass man hart ist. Man sollte nichts ins Gym gehen. Großes Shoutout an Danny hier, mein Freund. Der junge Mann hat ja aufgrund einer Magen-Darm-Infektion ein Herzmuskel-Entzündung erlitten. Und fällt jetzt einfach mal, glaube ich, 6 Monate, korrigiere mich sonst, mit dem Gym aus. Und ihr seht, wie schnell das gehen kann. Also das Herz ist das A und O. Wenn das Herz nicht läuft, dann könnt ihr auch das mit dem Gym knicken. Von daher ist es mir auch sehr wichtig, auszusetzen. Ich finde es nicht schlimm. Ich habe jetzt weder abgebaut oder sonst noch was. Ich fühle mich sogar fitter, kann jetzt noch fitter ins Gym einsteigen wieder. Heute Abend steht das erste Training an mit Oscar, Manuel, Eugen und ja, noch anderen Leuten, die dazukommen wollen. Und ja, ich freue mich tierisch. Ich mache mich ja nochmal fertig, meine Frisur sitzt obergeil, die Welle. Ihr seht die Welle. Ich gehe gleich nochmal zum Friseur, mache noch ein bisschen Klatsche, viel mein Postercake läuft auch schon rund. Und dann, sehen wir uns. Zum Zucker habe ich nicht beantwortet. Da muss man unterscheiden. Man kann nicht sagen, ja, okay, ab 100 Gramm Zucker ist nicht gut und so, weil Zucker ist halt. Das ist halt Kohlenhydrate, aber dann gibt's ja. Machen wir einmal 1 plus Felgen. 10,70, bitte? Ja. So,
So, vorm Haare schneiden, Auto waschen und einen kurzen Termin bin ich jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich habe jetzt mir noch mal was warm gemacht und zwar ist das Essen von gestern. Sesam, Honig, Brokkoli, Hähnchen quasi mit Reis, was gestern noch übergeblieben ist. Das esse ich jetzt noch mal für eine große Mahlzeit. Ist jetzt keine Zeit. Was sagt ihr? Sieht man überhaupt, dass ich Haare geschnitten habe? Fuck you, Manuel, wenn du das siehst. Ich habe echt Haare geschnitten, aber ich mache halt oben immer nicht viel. Deshalb ist es eigentlich mehr an den Seiten und ein bisschen Bart nur gekürzt. Wirklich vielleicht, wenn überhaupt, zu sehen. Was sagt ihr eigentlich zu meinen neuen Schuhen? Keine Ahnung, wie das Modell heißt. Das finde ich mal heraus, kennen die meisten bestimmt. Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Einige finden die bestimmt gut und einige super bescheuert wegen dem Klettverschluss. Also ich finde die eigentlich ganz cool. Habe ich jetzt auch eigentlich auch nur gekauft, weil die extrem günstig waren. Und so wie einige wissen, bin ich extrem der Schnäppchenjäger. Ich glaube, das ist schon mittlerweile auf YouTube bekannt bei den ganzen günstigen Nikes, die ich mir immer besorge. Oskar ist endlich gekommen. Wir haben es jetzt Punkt 14 Uhr. Und Manuel ist quasi soeben gelandet. Ich hoffe pünktlich, ich weiß es nicht. Ja, wir fahren jetzt zum Flughafen und... Müsste eigentlich klappen, oder? Er muss ja auch sein Gepäck abnehmen. Hat er überhaupt? Nee, der hat nur Handgepäck. Ach so. Er kriegt von mir auch eine Sporttasche wieder, Handtuch, also volles Hotelprogramm. Okay. Ja, vielleicht sind wir ein bisschen zu spät. Ich glaube eher zu früh. Echt? Oder zu spät. Ja, ich glaube plus minus null. Wird man sehen. Mal gucken, aber ich sehe echt ein bisschen dick aus. Ich weiß nicht, ob das auf der Cam so aussieht oder oder ob meine Massephase läuft. Mondgesicht, sagst du? Ja, ganz genau. Ja, dein Gesicht ist runder als weiß, ne? Ja, aber nicht, weil ich so filme. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Gut, Leute. Ich habe letztens ein Bild von ihm gesehen, wo er noch, wie viel? 76, ja. Ey. Da habe ich fast nicht wiedererkannt. Richtig schmales Gesicht. Da habe ich mich selber... was man auch immer wieder sieht, das Gewicht, also das Körpergewicht macht auch jetzt, abgesehen jetzt mal von Muskulatur, Fett macht sehr viel aus im Alter. Also ich finde, desto mehr Körperfett man hat, desto älter irgendwie sieht man aus, ne? Weil man irgendwie so fülliger ist. Ja. Es ist ja auch bekannt, dass übergewichtige Leute meistens wesentlich älter geschätzt werden, als sie sind. Vor allem so Kids, sage ich mal, mit 20, die übergewichtig sind, die sehen meistens aus wie 28 oder so. Ja, das sieht man auch auf dem Foto, da sehe ich extrem jung aus, so ohne Bart. Ja, genau, obwohl das gar nicht so lange ist. Es ist jetzt 1,5 Jahre, ne? Also viel hat sich da nicht getan, außer mein Gewicht. Ich bin fetter geworden. Okay, ich bin gespannt, ey, wie du bei deiner nächsten Defi aussiehst. Wir machen ja quasi zusammen. Ich auch. Das wird übel. Das wird alles dokumentiert. Dann kommt nicht Bulk Vlog, sondern... Ich weiß nicht, was kann man? Cutting? Shredded Vlog oder irgend sowas. Denke ich mir nochmal was aus. Yeah. Ich bin gespannt. So, wir schalten gleich ein, wenn Manuel hier ist, der verrückte Hund. Gerade für 15 Euro Salat gekauft und Essen. Bestes Essen am Flughafen. Und guck mal, wen ich da entdeckt habe. Er steht da schon. er wartet. Getrost. Wir haben dir was mitgebracht. Und kann erst reingehen, was zu essen holen. Ja. Ich glaube. Jetzt. Hi, Bro. Aber wir sehen uns zum ersten Mal, ne? Ja, ich kenne euch gar nicht. Ich habe euch nur auf YouTube gesehen. Was willst du von mir? Film ich uns überhaupt? Oder direkt nicht? Was zu essen und denke mir, scheiße, du bist hier zu spät. Ja, er hat gerade was zu essen geholt hier. Das ist echt gut. Willst du auch sowas? Das ist entweder... Obst oder Salat, Gemüse. Da gibt es so eine Bar. 100 Gramm, 99 Cent. Er hat 1,2 Gramm. 1,2 Kilo. 1,2 Gramm, Leute. Willst du noch was holen? Ich glaube, du bist noch am Weg oder so. Nee, wir sind schon seit ein paar Minuten da. Suche WLAN, suche nach Tapia seine Beamer, aber nichts gefunden. Nichts gefunden, steht jetzt, Terminal 1. Ja, hab ich gedacht, also, und wieder zurück nach Edeka. Oder wollen wir kurz warten? Der Rabattcode hier? Oder Affiliate Link. Ja, wollen wir kurz warten? Ja. Hast du hier diese Gerät nehmen? Ja. Gut. Diese Gerät. Nimmst du Portemonnaie mit? Ich bezahle heute für nichts.
Hamburg tickt alles falsch. Ja. Die Uhr geht rückwärts. Genau, acht Stunden rückwärts. Ja, ja. Ich muss noch kurz von mir. Ja, ich film mit. Hallo meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Mit dieser Russe und dieser Pole. International Übernahme. Ja, ich bin mal aus dem Klo raus. Wollte mir was zu essen holen. Dann sehe ich die zwei hier. Nicht im Klo, sondern bei Edeka. Jetzt erstmal was zu essen. Das große Futtern. Tapi hat 6 von denen schon gegessen. Das stimmt doch gar nicht, Pömmel. er kam gerade an und hat uns die einfach mitgebracht. Wir haben extra eben überlegt, wir waren ja auch schon bei Edeka. Holen wir uns die? Nee, lass. Was ist, er bringt die mir. Ja, so läuft es hier. Also wir essen jetzt und dann sehen wir uns später wieder. Tack. Outtakes. Nächste Kamera. So. Elevator Lifestyle. Do you even lift? Do you even elevator? Das ist der Fitness Elevator. Das ist der Fitness Elevator. Mit 3 Pumpen. Mit der heftigen gelben Beleuchtung. Zu breit für dieses Bild. 60 zu 9 Muscheln. Zu breit für diesen Fahrstuhl. Wir sind auf dem Weg zu den Yankees. Zu den Yankees. Den Gym Yankees. Die Yankees. Wie sagt man da? Und ja, mal schauen, Yankees, was da abgeht. Weiß überhaupt, wer kommt? Keine Ahnung. Nur du kommst, ne? Leider. Nein, ich habe gesagt, der Kollege hier, der nicht ins Bild passt, kommt. Dieser hier. Der Tapir ist der Transporter und ich. Ja. Ich warte draußen. Ja, so meine Freunde, das ist jetzt die dritte Aufnahme. Jeder filmt das gleiche nacheinander ab. Also wenn ihr nochmal das gleiche sehen wollt, schaltet bei Oscar und bei Manuel rein. Checkt mein Channel. Wir waren jetzt gerade bei Gym Junkie. Haben ja sehr sympathische 2 junge Männer, haben schön natürlich was abgestaubt. Die haben uns beziehungsweise was netterweise mitgegeben. Die Rechnung folgt. Genau, Rechnung folgt. Werdet ihr gleich Workout-Video sehen. Wir fahren jetzt zu mir ganz schnell und dann geht es auch ins Gym. Team Muscle Hammer ist, glaube ich, auch mit an Start. Und dann schalten wir gleich nochmal rein. Wir sind jetzt schnell bei mir zu Hause eingetrudelt. Und ja, ich habe ja gerade gesagt, die Leute hier von Gym Junkie, die netten 2 Kollegen, die verlinke ich euch mal, haben uns bzw. mir auch unter anderem ein paar geile Sachen mitgegeben. Also die Qualität kann man echt nicht meckern, ist echt top, sehr geil. Hier auch nochmal ein Sticker drauf, den Stringer, wir haben nochmal hier ein paar Gummis. Finde ich auch echt geil gemacht. Vor allem mit diesem ihren eigenen Logo. Und es gab nochmal ein sexy Bag dazu. Wird gleich live getestet. Und ja, Jungs, was machen wir jetzt noch? Wir hauen jetzt uns noch mal ein paar Booster rein. Oskar hat nichts gemacht. Was läuft da? Oskar hat sich Booster rein. Danke, dass du mir auch einen anbietest. Oh, meine Küche ist wieder sauber. Das hat man auch für Jomo. Hauptsache Jomo, Gerstengras, Werbung machen. Ich habe es heute echt getrunken, da ist der Beweis. Da. Und ja, wir hauen uns jetzt auf jeden Fall Booster rein. Der besteht aus Aminos, brauchen wir nicht. Magen-Darm-Tee brauchen wir auch nicht. Koffein. Machen wir uns 3 Gläser fertig, ne? Mit Jomo, Gerstengras, oder? Pack mal Sportsachen rein und dick Sachen rein und dann alles. Oh. Ja, Mann. Ich mag das. Schmeckt so abartig. Das Problem ist, dieses Stevia gibt noch Süße, die ich hier bitte. Du trinkst es und es schmeckt am Anfang süß. Dann schluckst du es und es wird bitter vom Koffein. Oh, ich glaube, ich kotze ein bisschen noch. Also, wir sind heute ein paar mehr Leute, glaube ich. Es hört gar nicht auf, alle mit dabei. Wie viele sind wir jetzt insgesamt? 10 Leute heute im Gym am Trainieren, alle haben Bock, alle sind top motiviert.
Training ist durch, meine Freunde. Wo kommt das Licht her? Wo kommt das Licht hin? Hier ist alles dunkel. Ja, aber ich habe Nachtmodus, weil gute Kamera. Und wir gehen jetzt was futtern. Und wie das halt immer so ist, das letzte Mal waren wir in The Burger Lab in Hamburg Schanze. Und jetzt gehen wir in, zum Dulfs, also dem angeblich besten Burgerladen in Hamburg, soweit erstmal. Und schauen wir mal, was abgeht. Der Rest des Lebens, Balk, es ist fucking voll. Es ist fucking voll. Es ist sehr voll. Checken, was geht. Ja, gut, voll. Hab ich gesagt. Ist nur ein bisschen was los, kein Problem. Shit. Full House. Was war das? Naja, wir sind alle stark deprimiert nach dem Training, extrem hungrig. The Burger Lab, Dulfs Burger hat eine Stunde Wartezeit. Der Laden ist prappevoll, da gibt es sowieso keinen Platz. Und wir überlegen jetzt, wo wir hin. Ja, und sie haben sich alle aufgelöst. Wo geht's jetzt hin? Also, Jim Block. Alle mit einverstanden oder? Ja, Jim Block. Jim Block kennt ihr, glaube ich. Die Hamburger kennen das. Ist der Abklatsch quasi der Burgerladen von Blockhaus. Wir haben uns endlich eingefunden. Und zwar sind wir im Jim Block gelandet. Alle Mann. Ready. Alle hungrig, glaube ich. Bis zum geht nicht mehr. Jungs, sag mal hallo. Hallo, wir haben noch kein Essen. Wir haben noch kein Essen. Wir sind auf Diät. Teilweise haben die sogar zwei Portionen reingehauen. Ich habe erstmal eine, aber ich glaube, ich hau mir auch noch eine zweite rein. Ich habe heute ja das letzte Mal um 13 Uhr gegessen. Burger mit Champignons, Burger mit Burger und noch mehr Burger. Und natürlich Cola Zero. Habt ihr Cola Zero? Ja. Klar, klar. Schöne Grüße auch vom Porzellan. Ja, wir wollen unbedingt dabei sein. Ja, da muss leider auch arbeiten. Shoutout an dich, Bro. Leider nichts für dich. Und dann heißt es jetzt. Jetzt geht's los, Jungs. Guten Appetit. Weil es so gut war, gibt's noch mal einen zweiten Burger, gesponsert von Berkok. Von diesem jungen Mann da hinten. Manu 10. Hier Manu mit Manuel Berko Affinity Code. Jim Block Manuel 10. das ist jetzt nochmal ein Caesars Burger, nochmal was anderes. Und die Pommes waren irgendwie. Ich habe das Gefühl, die Pommes waren so salzig, Alter. Irgendwie zwiebelt mir das auf der Zunge. Und weiter geht's. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass heute gegessen wurde. Mann, ich bin tierisch kaputt. Ich weiß gar nicht wovon. Wir sind jetzt bei mir zu Hause angekommen. Ich lieg fett auf dem Sofa. Oskar und Eugen gehen steil. Und der Manu und ich, wir wussten irgendwie nicht so recht, ob wir uns das geben wollen. Ja, wir wissen Lifestyle. Weil Rentner-Lifestyle. Wir sind zu alt für diese Scheiße. Nein, Spaß. Wir haben ja morgen das Under-Armour-Workout und ja, ich glaube, das wird nicht ohne. Und vor allem dann, nachdem ich jetzt gerade die letzten Tage vom Sport ausgefallen bin, heute das erste Workout wieder hatte, körperlich eigentlich wirklich soweit topfit wieder bin, also bin ich echt erstaunt, was ein, ja, so sportlicher, eigentlich gesunder Körper, wie schnell er sich regeneriert, weil ich hatte echt bis vor kurzem noch ja, minimales, also wirklich minimales Fieber, habe ich ja schon erzählt. Und es war nur an dem Abend, nächsten Tag war es weg und mir ging es kurz schlecht, aber ruckzuck mit den richtigen Vitaminen war ich wieder auf dem Damm. Und morgen steht das Under Armour Workout an. Ich weiß nicht, soll ich den Vlog jetzt beenden oder machen wir noch was Entspanntes? Cool. Ja, mal gucken. Wenn uns noch was einfällt, schalten wir nochmal ein. Ich muss erstmal laden, mein Handy laden. Ich klaue meinen Strom. Ich klaue Strom und sein WLAN. Und mein WLAN. Und poste ein paar Sachen auf Instagram. Und meine Videos seht ihr dann erst im nächsten Monat. Weil das Cutting so lange dauert. Das dauert leider so lange. Also wenn wir echt nichts machen, dann fange ich jetzt sogar an schon mit dem Cutten. Und wenn das ganz geil kommt, dann kommt das Video morgen schon online. Das wäre natürlich nice, ne? Oder auch nicht. Und nochmal großes Shoutout hier, wie gesagt, an Gin Junkie.
Ich hab euch ja vorhin schon gezeigt, eine echt starke Truppe, die zwei Männer. Und wenn ihr das guckt, oder auch nicht. wie gesagt, vielen Dank für die Shirts. Würde ich wirklich öfter tragen, weil die Qualität, also vom Feeling und vom Komfort, ist das echt keine Arschkriecherei, sondern ist wirklich geil. Also ich feiere das echt hart und bin gespannt, ja, wie das auf der FIBO bei denen läuft und was da so anstehen wird. Ja, ich verfolge die weiter und ja, danke ich euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wenn noch was ansteht, dann sieht man sich nochmal. Wenn nicht, dann wird dieses Video jetzt geschnitten, damit es möglichst morgen für euch online ist, weil ich mir denken kann, dass morgen, ja, und wir morgen definitiv keine Zeit haben dafür. Nicht? Nicht. Oder auch hast du noch abschließende Worte? An dieser Stelle herzliche Grüße an meine Mom, meinen Vater. Wenn das ihr lesen könnt oder sehen könnt, dann drückt Dislike. Ich bin in Deutschland! Ich bin in YouTube! Einfach, nein, ich habe hier ein Bizeps-Loch. Ja, okay, das reicht jetzt für den Bullshit. Ihr könnt auch auf seinen Channel schalten, habt ihr genug von dem zu sehen. Gut, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hat wieder Check mein Channel. Ja, check mein Channel, hat tierisch Spaß gebracht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr solche verrückten, geilen Videos noch sehen wollt, dann lasse ich mich von Manuel Berko bei ihm einfliegen. Und ja, dann schauen wir. Und das ist nicht das letzte Video. Morgen folgt noch auch eins und Sonntag auch noch eins. Also die Kameras, dieses Mal wirklich alle 3 Tage mit dabei. Also dranbleiben und bis bald.